Nachdem ich das gesehen habe, ist es schwer zu glauben, dass Fliegen wirklich so gut navigieren können, obwohl sie es eigentlich tatsächlich tun. Können wir Fliegen vielleicht auch als Navigationsgeräte nutzen? Nun, das ist ganz einfach. Du musst nur 8 Jahre lang an der Universität von Queensland studieren. Danach widmest du die nächsten 16 Jahre deines Lebens der Wissenschaft. Mache noch 36 wissenschaftliche Veröffentlichungen und das war's. Jetzt hast du eine Fliege erfunden. Navigator, das ist Trevor J. Wardley. Ihm und einigen anderen Menschen ist diese unglaubliche Entdeckung zu verdanken. Du willst wissen, was es ist? Zum Glück hast du abonniert, denn sonst würdest du es verpassen. Stell dir vor, du bist mitten in einer Wüste. Da kann doch alles Mögliche passieren, oder? Natürlich hast du keine Ahnung, wo du bist, wohin du gehen sollst und was du überhaupt als nächstes tun sollst. Alles, was du siehst, ist Sand unter dir und ein blauer Himmel über dir. Nichts als Sand bis zum Horizont. Aber warte, keine Panik. Du hast immer noch ein Smartphone in deiner Tasche und mit Hilfe von GPS kannst du den Weg zur nächsten Siedlung finden. Du kannst dich wieder beruhigen und entspannen, während du unterwegs bist. Und da entdeckst du Ameisen. Sie rennen über den Sand hin und her, aber sie scheinen genau zu wissen, wohin sie gehen. Wie ist das denn bitte möglich? Wie kann es sein, dass Ameisen wissen, welche Richtung falsch oder richtig ist? Vor allem, wenn man doch nur Himmel und Sand sehen kann. Ich meine, das sind kleine Insekten. Winzige, sehr primitive Lebewesen. Gibt es in ihren winzigen Köpfen einen Platz für einen natürlichen Kompass? Ich meine, wenn man bedenkt, dass Menschen an der Spitze der Evolution sind und sich immer noch nicht zurechtfinden? Aber Monarchfalter und Heuschrecken bleiben immer auf dem richtigen Kurs, während sie über ganze Kontinente wandern. Bienen und Ameisen haben auch kein Problem damit, den Weg zu ihrer Kolonie zu finden, selbst wenn sie mehrere hundert Meter von ihr entfernt sind. Um herauszufinden, wie Insekten das machen, haben Wissenschaftler ein ziemlich seltsames Experiment durchgeführt. Sie befestigten Fruchtfliegen an Metallstiften und hängten sie in ein Magnetfeld. Die Anlage wurde auf dem Dach des Gebäudes platziert, damit die Insekten keine visuellen Orientierungspunkte haben. Und dann schalteten die Wissenschaftler die Kameras ein. Ich werde euch nicht mit komplexen Berechnungen und Zwischenergebnissen langweilen, ich komme direkt zur Sache. Es stellte sich heraus, dass Fruchtfliegen mit Hilfe von Mustern aus polarisiertem Licht navigieren und ihren Orientierungssinn nur verlieren, wenn man sie mit einem speziellen Filter abdeckt. Die Struktur des menschlichen Auges erlaubt es uns nicht, das Gleiche zu tun. Aber für Insekten, einschließlich Ameisen, ist das so einfach, wie es nur geht. Als der Schweizer Entomologe Felix Sanchez in den 1920er Jahren zum ersten Mal die Navigationsfähigkeiten von Wüstenameisen beobachtete, führte er eine Reihe von Experimenten durch. Sie zeigten, dass die Ameisen die Sonne nutzen können, um ihren Weg zurück zur Kolonie zu finden. Als die Wissenschaftler die Sonne blockierten und den Ameisen ein Stück blauen Himmel zeigten, änderten sie ihre Richtung, als ob sie durch die Polarisation des Lichts verwirrt wären. Ihre Facettenaugen sehen die Welt ganz anders als die Menschen. Einige Forscher glauben sogar, dass wir uns im Weltraum viel besser zurechtfinden könnten, wenn wir Polarisation benutzen würden. Nun, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Welt mit den Augen eines Insektes zu sehen, ist eine endlose Halluzination, die möglicherweise durch irgendwelche Substanzen hervorgerufen wird. Kurz gesagt, ich glaube nicht, dass ich so leben könnte. Obwohl es für die Menschheit von Vorteil wäre, zu lernen, was die Insekten bereits können. Sei es nur, um intelligente Drohnen oder Roboter herzustellen. Lass mich kurz erklären, was ich damit meine. Die moderne Robotik verwendet normalerweise teure zusätzliche Sensoren, um zu verhindern, dass die Geräte mit Hindernissen kollidieren. Alles, was eine Fliege tun muss, ist, Fliege zu sein und in die Sonne zu schauen. Fliegen schaffen mehrere Dinge auf einmal. Sie sind immer in Richtung Ziel, müssen sich ihrer Position im Raum bewusst sein und auch Hindernisse analysieren können. Kein Wunder also, dass Wissenschaftler, darunter auch Trevor G. Wardley, versuchen, diese Fähigkeit der Insekten irgendwie für die Menschheit zunutze zu machen. Vor allem der Neurowissenschaftler Wardley hat hier bereits einige Erfolge erzielt, indem er analysierte, wie winzige Fliegen komplexe Navigationsaufgaben lösen. Aber das ist nicht genug. Wenn wir es schaffen, genau zu verstehen, wie die Wahrnehmung von Insekten funktioniert, können wir viel coolere Roboter und fortschrittlichere Drohnen bauen. Weil nun ja, bis jetzt haben wir das hier. Wow. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht gehört hast, aber die Drohne in diesem Video wurde entwickelt, um eine Postdrohne zu sein. Sie soll Pakete ausliefern. Was für eine tolle Idee. Sie könnten Pakete schnell in abgelegene Regionen liefern und brauchen dafür nicht einmal eine Straße. Das wäre doch eine Win-Win-Situation. Aber so lange, bis die Drohne abstürzt. Damit eine Drohne durch eine dicht besiedelte Stadt oder sogar durch einen Wald navigieren kann, braucht sie eine Menge Rechenleistung und Navigationsfähigkeiten. Normalerweise navigieren Drohnen im Weltraum mit Hilfe von Computer, aber diese Methode ist noch unvollkommen. Wenn das Objekt nicht an der richtigen Stelle ist, knallt die Drohne dagegen. Und was ist mit GPS?
Drohnen sind auf die Signale des Systems angewiesen und wenn es gerade keine gibt, wissen sie auch nicht mehr, wo sie sind. Drohnen können sich auch verlaufen und verwirrt sein, vor allem wenn die GPS-Signale an Hindernissen abprallen. Kurz gesagt, es gibt einfach endlos viele Probleme. Aber jetzt stell dir mal vor, eine Drohne, die genauso gut navigieren kann wie eine Fliege. Und weißt du was? Es sieht so aus, als würden wir das sogar bald haben. Obwohl es nicht mit Drohnen angefangen hat, haben Menschen gerade einen Roboter gebaut, um besser zu verstehen, wie Insekten fliegen. Im Jahr 2018 haben Forscher des Maths Lab in Niederlande einen insektenähnlichen Roboter gebaut. Eigentlich wollten sie gründlich erforschen, wie sich Fruchtfliegen in der Luft bewegen. Also bauten sie einen Roboter mit Flügeln, der mit 17 Schlägen pro Sekunde fliegt und nur 30 Gramm wiegt. Im Grunde genommen sieht es ein bisschen aus wie eine große Fliege. Eine sehr große und seltsame Fliege. Wie auch immer, diese Drohne fliegt mit etwa 5 km pro Stunde, kann verschiedene Kunststücke in der Luft vollführen und sich wie eine Fliege um 180 Grad drehen. Stell dir nur das Potenzial dieser Erfindung vor, wenn kommerzielle Drohnen das könnten. Wir werden eine ziemlich komfortable Welt haben, in der wir alles, überall und irgendwohin fliegen können. Alles, was wir wollen und wo wir wollen. Wir hätten auch leichte, wendige, sichere Insektendrohnen. Es klingt doch wie ein Traum. Aber Insekten sind nicht die einzigen Lebewesen auf unserem Planeten, die fliegen können und einen eingebauten Kompass haben. Es gibt Vögel, die auch ohne ein GPS große Entfernungen zurücklegen. Wie machen sie das? Nutzen sie auch die Polarisation? Aber die Augen der Vögel unterscheiden sich doch deutlich von den Augen der Fliegen. Um solche Fragen zu klären, tue ich das, was ich immer tue. Ich frage Steve. Und Steve hat Google gefragt. Und dann haben wir es herausgefunden. Vögel nutzen externe Anhaltspunkte wie Magnetfelder und Sterne, die ihnen während ihrer Reise zur Verfügung stehen. Das Magnetfeld habe ich ja schon mehrmals erwähnt, also gehen wir nicht darauf ein, sondern auf die Sterne. Vögel wie die rote Grasmücke sind winzige Kreaturen. Sie nutzen die Sterne zur Navigation. Von April bis Oktober leben rote Grasmücken in ganz Europa, aber den Winter verbringen sie am liebsten in Afrika, südlich der Sahara. Das ist natürlich nicht die längste Migrationsroute der Welt, aber es ist unwahrscheinlich, dass ein unvorbereiteter Mensch ohne Karte und Kompass eine solche Reise machen und sich dabei nicht verirren würde. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich mich verlaufen würde. Also haben die Wissenschaftler eine Reihe von Experimenten durchgeführt, um herauszufinden, wie wichtig Sterne für die Vögel auf ihrem Zug wirklich sind. Es stellte sich heraus, dass ohne einen Sternenhimmel die Grasmücken, wie einige andere Arten, einfach nicht die richtige Richtung finden können. Die Forscher versperrten den Vögeln die Sicht und sie waren total verloren. Es ist ja nicht so, dass es ohne Sterne zu dunkel wird. Es ist nur so, dass man ohne visuelle Orientierungspunkte einfach nicht weiß, wohin man gehen soll. Aber was mich am meisten bei diesen Experimenten beeindruckt hat, waren, dass die Vögel im Planetarium waren. Ja, die Forscher setzten die Vögel unter künstliche Sterne und selbst das reichte aus, damit die Tiere wussten, in welche Richtung sie ziehen mussten. Bisher wissen wir nicht genau, wie viele verschiedene Vogelarten sich auf den Reisen an den Sternen orientieren. Aber wahrscheinlich sind es wirklich viele. Den Entdeckungen der letzten Jahre nach zu urteilen, haben nicht nur Vögel diese Fähigkeiten, sondern auch Einmistkäfer. Diese Insekten haben ein sehr eingeschränktes Gesichtsfeld, aber sie können trotzdem die Milchstraße sehen? Das klingt doch seltsam. Ich konnte es nicht glauben, als ich es gelesen habe. Aber trotzdem, wenn du einen Mistkäfer einen kleinen Hut aufsetzt, wird er sich verlaufen. Ich meine das ernst. Hier ist ein Foto. Auch so ein winziges kleines Wesen muss den Himmel sehen können. Die Wissenschaftler haben die Käfer auch ins Planetarium gebracht. Also langsam fange ich an zu glauben, dass sie alles, was sie finden konnten, dorthin gebracht haben. Na gut, die Wissenschaftler brachten die Käfer also auch ins Planetarium und fanden heraus, dass die Insekten den Mond nutzen, um ihren Weg zu finden. Aber wenn man den Mond ausschaltet und die Käfer in die Dunkelheit stürzt, sind sie einfach verloren. Aber selbst wenn du nur die Milchstraße wieder anschaltest, finden die Käfer ihren Weg. Denk mal darüber nach, Sternenlicht. Es ist Zehntausende von Lichtjahren entfernt und es ist immer noch stark genug, um selbst einen winzigen Mistkäfer den Weg zu weisen. Ich kann es nicht fassen. Und natürlich muss ich auch erwähnen, dass zu helle Lichter in den Städten die Navigation der Mistkäfer stören kann. Ja, der Mensch bedroht wieder eine Tierwelt. Ich denke, du hast bestimmt auch schon bemerkt, dass es wirklich schwierig ist, die Sterne zu sehen, wenn es viele Laternen gibt. Die Insekten haben das gleiche Problem. Naja, du kannst dir ja mal die Seefahrer von früher vorstellen, die sich nur an den Sternen orientiert haben. Und plötzlich verschwinden diese Sterne einfach? Nun ja, die Menschen sind natürlich schlauer als der Mistkäfer und haben sozusagen andere Lifehacks für die Navigation erfunden. Unter anderem beobachten sie auch die Vögel. Das sind uralte Techniken, die immer noch angewendet werden. Zum Beispiel auf den Inseln von Polynesien. Einige Seevögel, wie die Weißschwanzseeschwalbe, fliegen jeden Morgen zum Fischen aufs Meer hinaus und kehren nachts ans Land zurück. Menschen, die nach Land suchen, navigieren morgens entgegengesetzt der Vögel oder nachts halt mit ihnen. Einfach genial, oder?
Es wird auch vermutet, dass die Polynesier, wie viele Seefahrervölker, Vögel hielten, die die Küsten finden konnten. Eine Theorie besagt, dass Reisende Fregattvögel mit sich führten. Das Problem ist, dass wenn die Vögel im Wasser landen, ihre Federn nass werden und sie unbrauchbar werden. Das heißt, der Fregattvogel, der mitten auf dem Meer ausgesetzt wurde, hat nur zwei Möglichkeiten: an Land fliegen oder zum Boot zurückzukehren. So stellten die Reisenden fest, in welcher Richtung das Land lag und folgten einfach dem Fregattvogel. Es ist wie ein GPS-Navigator mit Flügeln. Aber ich finde es ein wenig unfair, wenn ich Vögel, Fliegen, Ameisen und sogar Mistkäfer erwähne, aber kein Wort über Hunde verliere. Denn auch die besten Freunde des Menschen wissen, wie man seinen Weg findet. Im Jahr 2015 beschloss Rachel Kaufmann, einen Hund namens Hank zu adoptieren. Der Plan war, sich ein paar Tage lang um das Tier zu kümmern und es dann in eine Pflegefamilie zurückzugeben. Doch als Hanks neue Besitzer ihn alleine zu Hause ließen, öffnete der Hund wie durch ein Wunder die Tür, entkam und kehrte zu Rachel zurück. Der Hund brauchte zwei Tage, um fast 17 Kilometer auf einem verschlungenen Pfad durch die ganze Stadt zurückzulegen. Aber wie durch ein Wunder erreichte er sein Ziel. Stell dir das mal vor! Hank hat weniger als eine Woche mit Rachel verbracht, aber trotzdem geschafft, den Weg zu ihr zurückzufinden? Wie ist das denn bitte möglich? 17 Kilometer zurückzulegen und an den Ort zurückzukehren, an dem man nur einmal war, ist doch eigentlich gar nicht möglich. Ja, für dich und für mich, also einen Menschen vielleicht schon, aber für einen Hund ist solch eine Entfernung nicht unbedingt groß. Wenn er vom Haus weg und wieder zurücklaufen würde, würde er einfach seiner eigenen Fährte folgen. Es wird niemanden überraschen, wenn ich euch sage, dass Hunde einen verdammt guten Geruchssinn haben. Aber selbst wenn der Hund über, sagen wir mal, die Reichweite seiner Fährte hinausgeht, das heißt wirklich weit weg von seinem Zuhause landet, verlässt er sich immer noch auf seine Nase. Er kann zum Beispiel einen vertrauten Hund riechen, den er einmal im Park getroffen hat. Das kann das Tier zu einer vertrauten Person oder einem Gegenstand mit einem vertrauten Geruch führen, wie zum Beispiel einem Mülleimer im Restaurant. Schritt für Schritt finden die Hunde ihren Weg nach Hause, auch wenn sie sehr, sehr weit weg davon entfernt sind. Was glaubst du, wird der Mensch diese hündischen Fähigkeiten nutzen können, um eine Art duftgesteuerte Drohne zu entwickeln? Wohl kaum. Aber es ist eine ziemlich coole Fähigkeit, oder? Was denkst du dazu? Schreib's mir in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!